Hernie, welche Arten es gibt und wie man sie erkennt. Wenn Organe aus der Bauchwand gleiten. Hernie, welche Arten es gibt und wie man sie erkennt. Wenn Bauchorgane ihren angestammten Platz verlassen und durch eine Bruchlücke aus der Bauchwand gedrückt werden, spricht man von einer Hernie oder einem Weichteilbruch. Häufige Arten sind Hiatus Hernie, Leisten- oder Nabelbruch. Sie lassen sich recht gut erkennen, meist ist dann eine Operation ratsam. Die Hernie, auch Eingeweide oder Weichteilbruch, ist eine Ausstülpung des Bauchfells, Peritoneum, durch eine angeborene oder auch im Laufe des Lebens erworbene Bruchlücke. Das Bauchfell und Organe im Bauch verlassen dann ihren angestammten Ort und gleiten durch Schwachstellen in der Bauchwand in die Umgebung. Hernien werden letztlich nach dem Ort der Bruchpforte benannt. Also beispielsweise Leistenbruch, wenn die Bruchlücke in der Leiste liegt, oder Nabelbruch, wenn sich der Bruchsack am Nabel seinen Weg nach außen sucht. Außer der Bauchdecke sind weitere mögliche Lokalisationen für Bruchlücken möglich, zum Beispiel am Schenkel. Arten der Hernie. Demnach unterscheidet man folgende Arten der Hernie: Hiatus Hernie, Zwerchfellbruch oder Zwerchfellhernie. 90% davon kommen als axiale Hiatus Hernie, Gleitbruch, Vorleistenhernie, Leistenbruch, Nabelhernie, Nabelbruch, epigastrische Hernie, Bauchwandbruch oder abdominale Hernie, Schenkelhernie, Schenkelbruch, Narbenhernie, Narbenbruch. Außerdem werden Hernien nach folgenden Kriterien unterschieden: angeborene Hernie, sie entsteht dort, wo sich fetale Bauchfellausstülpungen nicht zurückgebildet haben. Erworbene Hernie, sie tritt durch erweiterte Lücken aus, zum Beispiel in den Leistenkanal als indirekter Leistenbruch. Äußere Hernie, sie tritt durch Lücken der Bauchwand nach außen an die Bauchoberfläche. Äußere Eingeweidebrüche können angeboren sein, beispielsweise der Nabelbruch, oder im Laufe des Lebens erworben werden. Innere Hernie, bei inneren Eingeweidebrüchen liegt die Bruchpforte im Bauchraum und es ist von außen keine Vorwölbung zu sehen. Der Bruchsack wölbt sich an einer Ausstülpung des Bauchfells vor oder in einen regelhaft angelegten Hohlraum im Bauchraum. Auch innere Hernien können angeboren oder erworben sein. Ein Beispiel für innere Hernien ist der Zwerchfellbruch. Tritt eine epigastrische Hernie als Anzeichen einer Erkrankung im Bauchraum in Erscheinung, bezeichnet der Mediziner sie auch als symptomatische Hernie. Symptome: so äußert sich eine Hernie, lässt sich diese Vorwölbung nicht mehr von außen zurückdrücken und werden die Schmerzen stärker, kann dies ein Hinweis auf die Einklemmung des Bruchsacks mitsamt Inhalt in der Bruchlücke sein. Die sogenannte Inkarzeration ist ein chirurgischer Notfall und muss schnellstmöglich operiert werden. Beschwerden beim unkomplizierten Weichteilbruch: das erste Krankheitszeichen eines neu auftretenden Weichteil- oder Eingeweidebruchs ist ein ziehender oder stechender Schmerz im Bereich der Bruchpforte, der auch in die nähere Umgebung ausstrahlen kann.
Er wird stärker, wenn Organteile durch die Pforte hindurchtreten. Gleichzeitig tritt dann eine sichtbare Vorwölbung an der Bauchdecke bzw. beim Leistenbruch in der Leistenregion in Erscheinung. Sie ist weich und von außen über die Bruchlücke zurück in den Bauchraum zu drücken. Sie verschwindet bei Entspannung der Bauchdecke mitunter von selbst, beispielsweise wenn der Patient sich hinlegt. Die Schmerzen lassen bei Entlastung ebenfalls deutlich nach, was dem Patienten ein wichtiger Hinweis dafür ist, dass keine Einklemmung des Bruchs vorliegt. Symptome des komplizierten und eingeklemmten Weichteilbruchs treten bei einem Weichteilbruch plötzlich starke, meist stechende Schmerzen auf, bildet sich die Vorwölbung bei Entspannung der Bauchdecken nicht von selbst zurück und lässt sie sich auch nicht mit der Hand zurückdrücken, spricht der Mediziner von der eingeklemmten oder inkarzerierten Hernie. Es ist ein plötzlicher, innerhalb von Sekunden oder Minuten ablaufender Vorgang, ausgelöst beispielsweise durch das Heben einer schweren Last. Der komplizierte Weichteilbruch verursacht immer stärker werdende Schmerzen durch die Reizung des eingeklemmten Bauchfells und der Organteile. Die Vorwölbung färbt sich zunehmend rot und wird größer, da der eingeklemmte Bruchsack mit seinem Inhalt, zum Beispiel Dünndarmschlinge, durch die Stauung ebenfalls anschwillt. Bei der Einklemmung von Darmanteilen kommen Übelkeit und Erbrechen, starke Bauchschmerzen und Verdauungsstörungen bis hin zu Krankheitszeichen des Darmverschlusses hinzu, zum Beispiel gespannte Bauchdecke, keine Darmgeräusche und somit keine Darmbewegungen mehr. Der Darmverschluss, verursacht durch einen eingeklemmten Weichteilbruch, ist für den Patienten lebensbedrohlich und stellt einen chirurgischen Notfall dar. Es muss schnellstmöglich operiert werden, sonst drohen der Untergang des eingeklemmten Gewebes und eine Bauchfellentzündung mit Sepsis als möglicher Folge.